Hallo zusammen. Hi everyone. Ich möchte heute mal wieder was anderes machen. Und zwar habe ich Farbe nur mit Wasser angemischt. Kein Silikon und kein Medium drin. Dazu bin ich gekommen und zwar die Christina Schneider. Kennt der eine oder andere vielleicht auch von Pouring Friends? Also Christina Schneider Art. Kennst du, ne? Christina, kennst du, kennst du, kennst du, kennst du. Wer es nicht kennt, blende ich mal ihre Webadresse ein, dann könnt ihr mal schauen. Weil die Christina war eigentlich diejenige, die mich auch auf den Menükleber gebracht hat von Artist Junior, weil ich habe damals zu der Zeitpunkt noch mit dem blauen Kleber drum experimentiert. Und seitdem ist der Menükleber eigentlich mein Lieblingsmedium. Und ich kenne zurzeit auch nichts Besseres. Okay. Auf jeden Fall hat Christina zu mir gesagt, probier das mal aus. Sie hat mal ein Bild gezeigt, richtig super geworden. Ich weiß natürlich nicht, ob ich es so hinbekomme. Mit einem Föhn verblasen auch, zeige ich euch nachher. Meine hat übrigens 2200 Watt, Christina. Ich hoffe, das reicht aus. Okay. Ich habe jetzt hier praktisch einen Keilrahmen, der ist 40 auf 30 cm. Habe mir hier Weiß angemischt, Magenta und Cyan. Und werde jetzt noch Sand anmischen, dass ihr das auch seht. Also nur mit Wasser angemischt und Farbe. Also ich tue hier rein die Farbe nur rein. Gut, da braucht man natürlich ein bisschen mehr Farbe und Wasser. Also ich war ehrlich gesagt auch erstaunt, dass es so gut trotzdem funktioniert mit dem Mischen der Farbe, weil ja so die Gerüchte immer rumgehen, ja, ohne Medium zu laufen, die Pigmente waren wässrig und so weiter. Das soll jetzt nicht heißen, dass man das Medium nicht mehr braucht. Es ist halt nur, ich gehe jetzt mal davon aus, wieder eine spezielle Technik oder was halt jemand ausprobiert hat, beziehungsweise Christina ausprobiert hat. So, aber sie hat gemeint, ich soll es auch mal ausprobieren. So werde ich das auch machen. So, läuft gut, passt, läuft ähnlich wie mit Medium. Ihr müsst halt auch aufpassen, dass es nicht zu dünn macht. Okay, cool. Also wie gesagt, kein Medium. Kein Silikon. Gut, wer möchte, kann natürlich auch mit Silikon arbeiten, aber ich möchte es einfach mal so testen. Okay, dann fangen wir an. Ich starte jetzt einfach mal mit Weiß hier. Nehme das so als Deckschicht. Also ich gehe mal davon aus, dass es so ähnlich gemacht hat. Ich kenne das ja ein bisschen vom Harzgießen, da kann man das ja dann auch so ein bisschen verblasen. I hope so. Und jetzt am besten mit Kaltluft. Mit dem Föhn. Na, das kommt doch schon ganz gut. Ich würde nur sagen, dass ich noch ein bisschen Farbe brauche. Wird vielleicht noch mal eine zweite Schicht auflegen hier. Weil nicht, dass ich zu wenig Farbe habe.
Das kann mir auch mal schnell passieren. Das Braun lasse ich jetzt ein bisschen reinlaufen, das Sand. Etwas höher. Hier glaube ich noch mal eine weiße Schicht, also mit Weiß, und jetzt wird mir nämlich das Weiß langsam alle. Finde ich nicht so prickelnd, habe ich da wirklich zu wenig angerührt. Ja gut, kann sich eben jetzt. Okay. Tja, also die Christine hat es so hinbekommen, dass es aussieht wie ein Negative Space. Wobei ich finde, dass das jetzt auch nicht schlecht aussieht. Wenn das jetzt zum Beispiel mit einem Tropfen Silikon dazugegeben wäre, als Beispiel. Denke ich mal, dass da auch was gekommen wäre, aber bei ihr sind sogar ein paar Zellen gekommen und das hat mich verwundert. Ist da Farbe? Ist da Farbe? Aber ich finde es als Alternativ ein schönes Bild. Jetzt schaue ich mal, ich werde es kurz mal trotzdem mit dem Heißluftfilm bzw. mit dem Brenner mal drüber gehen, ob sich da noch was tut, weil ich denke mal, da hat es noch ein paar Luftbläschen in sich. Weil einfach durch die Verblaserei. No. Okay. Cool auf jeden Fall. Also ich denke mal, da kann man auch ganz, ganz viel machen. Noch viele andere Sachen. Wie gesagt, das, was ich gerade schon angesprochen habe, also im Negativ-Space-mäßig, halt mehr Weiß nehmen und oder egal was für eine Farbe und dann nur ein bisschen bunte Farbe und dann verblasen. Also ich finde es richtig cool geworden, das Bild. Gefällt mir. Müsst ihr mal schauen, ich weiß nicht, wer auf Pouring Friends ist, kennt ja das Bild wahrscheinlich. Das ist ja diese Facebook-Gruppe. Wenn nicht, vielleicht einfach mal reinschauen. Eine ganz nette Truppe. Macht richtig Spaß dort. Okay, ich würde sagen, ich zeige es euch mal von nahem. Mir gefällt das, vor allem auch mal ohne Zellen.
Und dann denke ich mal, dann bis gleich. So, meine Lieben, jetzt schauen wir es uns mal von nahem an. Also mir gefällt das. Es gibt halt schöne Effekte, finde ich. Durch das Verblasen oder Verpusten. Wie gesagt, da kann man noch so viel mehr machen. Klar, man braucht natürlich einiges mehr Farbe, weil man ja nur mit Wasser verdünnt. Aber ihr könnt mal sehen, was da trotzdem funktioniert oder wie es dann trotzdem funktioniert. Wow, das hier. Also richtig cool. Muss ja dazu sagen, sie hat mir ja nicht verraten, wie sie es gemacht hat, was sie gemischt hat, wie sie gemischt hat, wie sie es angestellt hat. Ich habe es jetzt einfach mal ausprobiert. Und fürs erste Mal finde ich das gar nicht so schlecht. Vor allem die Leute, wo vielleicht nicht immer Zellen machen möchten oder langsam auch die Nase voll haben, da kann man auch einiges machen. Ja, so viel machen, aber da kannst du nachher mit dem Kamm bearbeiten, mit verschiedenen Sachen oder Spachtel, da kann man so viel machen. Okay. Cool, mir gefällt's, ich hoffe euch auch. Schreibt mir einfach. Und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, bye.